Aufgabe ist es, für eine angenehme Atmosphäre zu sorgen. Ist das nicht das erste Gebot unseres Gewerbes? Ja, natürlich, aber... Dieses Hotel hat ein paar Schießereien, Raubüberfälle, Erdbeben und Gott weiß, wie viele Unruhen überstanden. Deshalb bin ich sicher, wir werden auch das überstehen. Ja. Tag. Tag. Zimmer 508, der mit dem Fuß im Fernseher. Er hat ihn eben bezahlt. Er wird nie wieder in einen Fernseher treten. Das nächste Mal schaltet er ihn ab. Danke, Willi. Jetzt habe ich nur noch 99 Dinge zu erledigen. Ja. Schatz, das ist Howard Potts. Pitts Potts. Verstanden? Diese Typen benutzen nie ihren richtigen Namen. Wirklich nicht? Liebling, Howard Potts ist der Hotel- und Gastrokritiker vom Premier Magazine. Nein. Ja. Da wartet jemand namens Kramer in ihrem Büro. Ich glaube, der ist vom IRS. Nein, schön wär's. Der ist vom FBI. Oh, oh, ich danke dir, lieber Gott. Mrs. Cabot, das tut mir leid. Guten Morgen, David. Ihr Arbeitseifer gefällt mir, aber lieber wäre mir Souveränität. Ja, Sie haben recht. Ich werde mich bemühen. Ihr Wunsch ist mein Befehl.